Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit Horizon Zero Dawn. Wir hatten das Ganze am Montag bereits schon mal aufgenommen, und zwar der Angelo und ich. Leider ist es mir gelungen, die Aufnahme komplett zu löschen. Und zwar ist die Datei über 30 GB groß geworden. Hab die schon vorgeschnitten, also wie sie geschnitten werden sollen, gespeichert. Hab dann gedacht, ich bin fertig, hab sie gelöscht, da sie nicht im Papierkorb passt. Hat er gesagt, kann nur gelöscht werden komplett. Ja, und das war's dann auch schon mit der Aufnahme. Also ziemlich dumm von mir. Ich habe mich dumm und dusselig geärgert, noch vorgestern. Ja, jetzt sind wir hier. Dürfen das nochmal machen. Damit ich es zumindest in den Let's Play hauen kann. Und ja. Ich starte einfach mal das Intro und halt erstmal den Mund. Bis gleich. Was denn jetzt? Ist dir zu kalt? Wir können nicht hierbleiben. Wir beide müssen heute ein Ritual durchführen. Hier. Trag das. Es gehörte meiner Tochter. Gut. Heute werde ich deinen Namen nennen. Doch nennt die Göttin ihn ebenfalls. Eigentlich würde deine Mutter das übernehmen, wenn du eine hättest. Das ganze Dorf wäre anwesend. Matriarchen vollziehen das Ritual. Aber wir sind Ausgestoßene. Doch trotzdem ehren wir die Stammesrituale. Ansonsten werden wir noch wie die ungläubigen Alten, die sich von der Göttin abgewandt haben. Doch ihr Unglaube war ihr Untergang. Für uns bleibt jetzt die Herrlichkeit der Schöpfung. Bestien in Luft, Wasser, Erde und Stahl. Die Jagd auf ein Tier ist eine Sache. Ganz anders als die auf Maschinen. Man braucht Demut und Respekt vor ihrer Macht. Ich bringe dir das bei. Eines Tages. Erzmutter Tirsa, warum ist sie hier? Will sie das Ritual verbieten? Nein, 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 nicht hinknien. Es ist fast soweit. Und so ist es. Du darfst mich anreden. Kommt ihr die Namensgebung segnen? Haben wir sie euch nicht vor 6 Monaten anvertraut? Aber wir sind Ausgestoßene. Aus freien Stücken. Doch sie... Nun... Ich bin Erzmutter Rost. Ich segne, wen ich bestimme. Dann ehrt ihr uns. Ja, ja, jetzt geh schon. Sei für die Verkündung bereit. Los! Hm.
Urmutter, dieses Kind muss einen Namen verliehen bekommen. Auf dass deine Liebe ihr Leben wärmt, wie die aufgehende Sonne die gesamte Erde. Sprich ihren Namen! Aloy! So ist ihr Name gesegnet. Aufhören, sofort! Was hast du getan? Die Namensgebung eines Kindes gesegnet. Störrisches Weib, diese Plage nennst du ein Kind? Was hat sie über ihre Geburt gesagt, Aussätziger? Antworte! Ich tat nur, wie ihr mir befohlen habt. Sie aufzuziehen, ja. Von Liebe war nie die Rede. Genug. Und du, ihren Namen zu segnen, als wäre sie eine der nur Pflicht. Eine des Stammes. Auch dir gegenüber. Ich bin hier. Und wo du auch hingehst, ich folge dir. Ja, das Intro ist durch und während des Intros ist mir aufgefallen, das ist ganz interessant, dass es auf meinem Fernseher ruckelt und während ich auf meinem PC-Bildschirm schaue, ist es da flüssig. Was soll mir das sagen? Ich habe währenddessen eben schon mal an den Funktionen rumgespielt, ob es vielleicht einen Game-Mode gibt. Gibt es leider nicht. Naja. Ja, also während wir dieses Let's Play machen, streamen wir das natürlich, beziehungsweise ich jetzt gerade auf Twitch. Aloy! 6 Jahre später, ich halte mir eben kurz nochmal den Mund. Aloy! Wirklich toll, gut gemacht. Kinder, kommt mit mir. Die Ausgestoßene ist zu meiden. Höhle gefallen. Ziemlich eng, aber ich passe durch.
Wir sind in diese Höhle gefallen und beginnen damit unser Tutorial. Das muss eine Ruine der Metallwelt sein. Einer der alten Orte. Rost sagt, ich soll nicht an solche Orte gehen. Aber er ist nicht hier. Was ist das? Da glänzt doch etwas. So, dann untersuchen wir das Ganze mal. Eine Metalltür. Verschlossen. Vielleicht komme ich ja mit dem Gerät hier raus. Wie geht die nur auf? Noch mehr Lichter. Ich habe gerade das Problem, dass mein Fernseher so dunkel ist. Und ich kaum was erkennen kann. Deswegen laufe ich immer gegen diese Gegenstände. Heute auf jeden Fall wieder ohne Cam, genau. Heute spielen wir wieder Horizon Zero Dawn. Und um die Atmosphäre nicht zu stören, lassen wir einfach die Facecam weg. Zudem habe ich es mir hier so bequem gemacht, da würdet ihr wahrscheinlich nur meine Füße sehen. Und das will ja auch keiner. Ein Farbwechsel an der Tür. Geschafft! Und noch ein Gerät. Meinst du, mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Zeig's mir nochmal. Nicht besser. Direkt hinter dir. Hi. Hi. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Ja, ist schon ein bisschen mies gemacht. Was heißt mies? Man merkt da schon an dieser Stelle, dass sie sich nichts sehnlicher wünscht als eine Familie. So, nebenbei habe ich mal versucht, den Fernseher ein bisschen heller zu machen. Na, schönes neues Jahr, liebes Tagebuch.
kannst du glauben, dass wir gestern Abend gefeiert haben? Haben wir aber, gewissermaßen. Direktor Evans lud uns alle in den Gemeinschaftsraum ein. Weiß nicht, wo sie die bunten Hüte her hatte. Das war einfach nur makaber. Da sitzen wir also, warten, bis die Uhr Mitternacht erreicht und ich denke mir... Warum sind die hier gestorben? Versteht außerdem niemand die Symbolik? Was ist passiert? Vielleicht, wenn Skylar sich wieder betrunken hätte, aber... Den Fehler mit mir scheint sie nicht wiederholen zu wollen. Und vielleicht ist das alles, was ich brauche. Weißt du, als die Tür sich geöffnet hat und du da gestanden bist, in diesen Retro-Klamotten und mit diesem Lächeln, und da wegschauen. Er ist da! Rost hat mich gefunden! Urmutter sei Dank. Komm, Kind, nimm meine Hand. Das ist kein Ort für dich. Komm hoch. Ja. Solche Orte sind verboten, Aloy. Bin reingefallen. Sie gehören zur Metallwelt. Was hast du da am Ohr? Nichts. War das da unten? Nein. Los, gib es mir. Nein. Aloy. Solche Dinge sind gefährlich. Nein! Na, wenn du ganz allein von zu Hause wegläufst, wirst du lernen müssen, wie du in der Wildnis überlebst. Komm, Aloy. Nach Hause. Und ab morgen wirst du lernen zu jagen. Jagen lernen ist schon mal was Gutes. Ins Spielzeug. Wir gehen jetzt ins Tal. Komm mit. Die Wildnis kann gefährlich sein, Aloy. Du musst bei mir bleiben und tun, was ich sage. Ich weiß. Du bist immer noch zerschrammt vom Sturz gestern. Fangen wir damit an. Nimm diesen Medizinbeutel. Ich zeig dir, wie man ihn füllt. Siehst du die Pflanze hier drüben? Das ist ein Salbestrauch. Sammle seine Beeren in deinen Beutel. Ja, vielen Dank für den Follow. Gut. Jetzt isst die Beeren. Du bist übrigens unser 40. Follower. Sie schmecken vielleicht bitter, aber sie können dein Leben retten. In deinem Beutel sollten immer heilende Beeren, Blumen und Pflanzen sein. Wo sind wir? Dieses Tal ist nur ein Teil von Urmutters Becken. Becken? Der Nora-Stamm hält hier Wache und wehrt die gefährlichsten Maschinen ab. Normalerweise. Flussabwärts ist eine Maschinenherde. Und ich werde dir zeigen, wie man jagt. Sind sie gefährlich? Alle Maschinen sind gefährlich. Man muss ihre Kraft respektieren. Aber ich bin bei dir. Aloy, eine Maschine kommt. Runter! Und folge mir in das hohe Gras. Da. Bleib jetzt unten. Baby! Nein, Aloy. Solche Maschinen nennt man Wächter. Du musst ihrem Blick ausweichen
Wenn du in der Wildnis überleben willst, ich zeig's dir. Hör gut zu und tu, was ich tue. Halt still. Lass ihn vorbeigehen. Bleib geduldig und folg mir über den Pfad ins hohe Gras. Oh, noch einer. Lass ihn vorbei. Hier lang zurück. Je langsamer du dich bewegst, desto leiser bist du. Und geducktes Gehen ist leiser als aufrechtes. Achte auf ihn. Bob Lobla. Oder Bob Loblaw? Gut gemacht. Sie haben dich nicht bemerkt. Bleib bei mir. Die Herde müsste vor uns sein. Ich wurde dazu aufgefordert, diesen Namen zu sagen. Bob Loblaw. Loblaw, oder? Ist es falsch, richtig? Wer ist das? Ignoriere ihn. Warum ist er da oben? Er lächelt uns zu. Tab! Komm nach Hause zurück! Tab! Wo bist du? Ignoriere ihn. Wir sind Ausgestoßene, er ist vom Stamm. Vielleicht mag er den Stamm nicht. Dann ist er ein Narr. Komm jetzt, suchen wir die Herde. Folg mir. Bob Loblaw Lawblock. Okay, was soll das denn sein? Okay, ist das ein Blogger dann also, oder? Da, siehst du? Diese nennt man Läufer. Ha, rennt! Verjagt. Um dir zu zeigen, dass manche Maschinen aufgeschreckt wegrennen, wenn sie dich sehen. Man muss sich ihnen heimlich nähern. Keine Sorge, wir holen sie weiter unten im Tal wieder ein. Du wirst sehen. Und jetzt möchte ich, dass du eine Handvoll Steine sammelst. Warum? Tu, was ich sage, Aloy, und sammle die Steine. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Die reichen. Folgt mir. Eine Serienfigur. Aus welcher Serie? Jetzt irgendwas Aktuelles, was ihr guckt? Vielleicht irgendwas mit Clara oder so? Da ist die Herde. Okay. Werfen wir ein paar Steine. Aber Steine tun Maschinen nichts, oder? Nein, aber sie lenken sie ab, locken sie in Fallen. Wie der Wächter da drüben. Der muss da weg, sonst warnt er die Herde und sie flieht, bevor wir in Reichweite sind. Er warnt sie? Wie? Die Maschinen kommunizieren, Aloy, wenn man sie nicht zum Schweigen bringt. Du bleibst hier an der Kante. Auf mein Signal wirfst du Steine und lockst den Wächter zu mir. Warte auf mein Signal. Da ich Arrested Development nicht gesehen habe, ist das für mich wahrscheinlich so, kein Spoiler. Komm, jetzt ist es sicher.
ändere die Beute und ich zeig dir, wie man Pfeile macht. Gut. Jetzt sammle Reinholzzweige von den Pflanzen da drüben. So, ein bisschen Holz. Zweige als Schaft und Metallscherben als Pfeilspitzen. Gut, dir wird es nie an Pfeilen mangeln, wenn du sie selbst herstellen kannst. Probieren wir sie mal aus. Folgt mir. Ach, der Rost. Achso, ja. Hier bei Dings, okay. Ja, es liegt doch nah eigentlich. Deine erste Beute, Aloy. Ein Läufer. Eine schwächere Maschine. Aber auch schwache Maschinen können jeder töten, wenn sie nachlässig sind. Du musst deine Beute kennen. Ihre Haut ist dick, aber sie haben auch einige Schwachstellen. Wie die Augen. Kennst du noch eine? Einen wunderschönen guten Abend, Steven. Ich grüße dich. Und hier suchen wir jetzt nochmal eine weitere Schwachstelle. Natürlich ist das hinten der Sattel. Oder der Behälter, wie auch immer. Ist das dein Schwachpunkt? Ja. Woher weißt du das? Das Gerät. Das Gerät weiß es. Das Spielzeug. Wohl kaum. Jetzt erledige den Läufer. Sieh aufs Auge. Oder auf den Behälter. Und roll aus dem Weg, wenn er angreift. Treffer! Weiterfeuern! Weiter feuern! So, es war einfache Beute hier, oder? Metallscherbenlur zum Loch. Du warst gut heute, aber du hast noch viel zu lernen. Lass uns gehen. Wir machen morgen weiter. Was war das? Der Junge! Der auf den Kriegerpfand! Komm, Aloy, schnell! Oh, oh. Lauf! Ja, ich lese gerade, also ich habe eben im Chat gelesen, dass ein Freund von uns das Spiel bereits durch hat. Ich hoffe, der hat das Spiel nicht erst heute gekauft. Sie würden ihn zertrampeln. Aber ich weiß, wo sie hinlaufen. Erzähl keine Märchen. Es stimmt. Ich schleich mich durch. Das wirst du nicht. Warum auch auf die Eltern hören, oder?